Wenn ich dort oben in der Luft bin, dann bin ich in meiner eigenen Welt. Aber ich nehme trotzdem auch die Welt um mich herum wahr. Ich nehme den ganzen Raum wahr. Vorher habe ich es nicht wahrgenommen. Ich habe vorher die Musik sehr dumpf gehört. Ich habe das Publikum an mich nicht einmal gehört. Ich habe mich wie immer einen Topf gefühlt, wo ein Deckel drauf ist. Was mir immer gefällt, ist, wenn ich am Morgen rausgehe und die meisten noch schlafen, die Stille. Ich heiße Jason Brücko, ich bin Luftakrobat im Zirkus. Ich habe schon als kleiner Bub angefangen, Zirkus zu machen und es war für mich immer ein Traum, eines Tages meine Leidenschaft auszuüben. Wir haben den Ärzten davon abgeraten, Zirkusartist zu werden. Sie haben gesagt, das sei nicht möglich. Durch mein Problem mit den Ohren hatte ich auch sehr grosse Probleme mit dem Gleichgewicht. Ich habe nicht gewusst, ob ich es überhaupt schaffe als Zirkusartist. Die Stimmung vor der Show ist immer ganz schön, wenn man merkt, es geht dann los. Die Leute kommen, sie haben Freude, sie sind aufgeregt. Als Artist nimmst du extrem Energie vom Publikum wahr. Es gibt einem so viel und es ist für mich auch wirklich ein Privileg, vor Publikum zu stehen jeden Tag. Die Tiere geben einem extrem viel. Der Zirkusalltag ist oft stressig, es läuft immer etwas. Und wenn ich bei den Tieren bin, dann beruhigt mich das, vor allem vor der Show. Und es bringt einem so ein bisschen die Ruhe in den Alltag. Dann endlich habe ich die Hörgeräte bekommen. Und ich weiss noch, als ich es das erste Mal angezogen habe. Das ist so eine Welt wieder aufgegangen. Mein Leben seither hat sich so verändert. Ich bin wieder lebensfroh, ich unternehme Sachen, ich bin mutig, ich bin wieder ein Teil der Welt. Ich versuche immer, den Leuten in die Augen zu schauen. Und wenn du dann genau den Blick von einer Person verwünschst und die Verbindung spürst, das ist unglaublich. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich mit meiner Geschichte anderen Leuten Mut machen kann, an sich selber zu glauben. Auch wenn einem gesagt wird, dass man durch irgendeinen Grund etwas nicht erreichen kann, dass man trotzdem an sich glaubt, für seine Träume kämpft und dass es immer einen Weg gibt, seine Ziele zu erreichen.